Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Timina, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das ist ein Seelenplan. Was sich aber bewegt, das ist Sonne, Mond und die Planeten. Wobei, bei Sonne muss ich das erklären, bei dieser Art von Bewegung ist das nicht die Sonnenbewegung, sondern bewegt sich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung löst etwas aus im Horoskop. Und genau das schauen wir auch an. Erstmal möchte ich die beiden Mondknoten beschreiben. Einmal die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf Rahu. Und die zweite ist hier die absteigende Mondknoten oder Ketu, die Drachenkörper. Beide zusammen bilden sich eine Drache, aber die sind getrennt, weil die Kopf wurde abgeschnitten. Und die Seele sucht das, die Seele sucht den Kopf. Die Körper kennt man, das zeigt alten karmischen Erinnerungen. All das, was du erlebt hast in früheren Leben, das zeigt hier Ketu. Und das hat mit Schütze was zu tun und das kann bedeuten Ausland oder Reisen oder eine religiöse Richtung. Und hier im siebten Lebensbereich, das heißt Partnerschaft oder Ehe, da hast du die Erfahrungen gemacht in früheren Leben. Und dieser Drachenkopf, was deine Seele sucht, ist in dein Aszendent, hier in die Zwillinge, dein Selbst zum Leben. Das heißt nicht alleine oder einsam, sondern in Partnerschaft. Aber achte auf deine Persönlichkeit und unterordne dich nicht, opfere dich nicht für anderen, sondern leb deine Persönlichkeit und sei mit diesem höheren Bewusstsein, was die Zwillingen auch betrifft, sei damit bewusst und komm zu dieser Leichtigkeit. Gaia hat auch eine große Bedeutung, weil das ist unser Planet Erde und zeigt, was kannst du befestigen im Leben, was kannst du manifestieren. Das ist hier die Stierenergie, das ist Besitz, das hat mit Geld was zu tun oder wertvolle Dinge in dein Leben, was du im Besitz nehmen soll. Das kann auch geistiger Reichtum sein. Und in dein Geburtshoroskop ist nicht nur die Erde hier, sondern Neptun. Und Neptun zeigt, lebe deinen Traum, nimm das in Besitz, gib das nicht auf, das manifestiert sich. Alles, wovon du träumst. Und jetzt schauen wir die Bewegungen an. 1. Mai, starte ich mit 1. Mai. Sonne befindet sich im Widder und Sonne zeigt die Monatsthemen und genau das sollte man auch hinschauen.
Und das ist hier im Widder und das symbolisiert Begeisterung oder Neuanfang. Da kommen noch Themen dazu, was zum 11. Lebensbereich gehört. Deine Wünsche verwirklichen, deine Hoffnungen nicht aufgeben. Außerdem Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Das kann für dich auch ein Neuanfang sein. Uranus bewegt sich auch hier im Widder noch einigen Jahren nach indischen Berechnung und das bringt dir hier Umbrüche und Veränderungen oder ungewöhnliche Lebenssituationen oder außergewöhnliche Menschen und da Freundschaften schließen. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt. Auch Kraftzeit, auch Durchsetzungskraft. Bewegungen gehört auch zum Mars-Energie wie Auto oder Sport. Mars ist eine männliche Energie und zeigt auch die Männer. Das kann dein Partner sein oder dein Wunschpartner, aber bei dieser Bewegung, wo die Horoskop aktiviert wird, bei diesem Transit, das nennt man Transit, kann auch anderen Männern auch bedeuten, wie ein Beamter oder ein Arzt oder ein Rechtsanwalt oder ein Handwerker oder ein Mann von deiner Familie oder ein netter Nachbar. Mars befindet sich im Stier. Und das bedeutet erstmal die Stierenergie. Wenn du müde bist und kraftlos, dann bewahre die Ruhe und zieh dich zurück. Die 12. Lebensbereich ist Rückzug. Dann hast du die Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Oder hast mit ihm eine Begegnung und das soll im Geheim gehalten werden. Bedeutet auch diese Position, dass du hier geheime Feinde hast. Das gehört auch zum 12. Lebensbereich und setzt du dich durch und zeigst du Kraft. Aber in erster Linie handelt es sich um Rückzug, damit du in Kraft bleiben kannst. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann ist gerade im Rückzug. Themen gehören auch dazu, dass du die Geld, weil bei Stierenergie handelt es sich auch um Geld, dass du das Geld zurückhalten sollst. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt, dass das gebremst ist. Dass nicht der richtige Augenblick ist, etwas vergrößern oder vermehren. Diese Rückläufigkeit kann aber auch bedeuten, dass alles hängt mit der Vergangenheit, was zu tun oder karmischen Themen. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Jupiter bringt Glück im Leben, Möglichkeiten und Chancen. Das hast du hier in Skorpion. Und das erlebst du in deinem Alltag, in beruflichen Situationen. Das hat mit Beruf was zu tun, dieser Lebensbereich oder Gesundheit. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit oder öffnet die Augen auf die Ungerechtigkeiten. Beides ist möglich und das erlebst du in Arbeit. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma, belehrt uns, manchmal grenzt uns ein. Saturn ist rückläufig, das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Themen von früheren Leben kommen, Erinnerungen auch, aber auch Themen, was in Kindheit war oder in früherer Jugend. Saturn ist im Schütze. Und das hat mit Schützenenergie was zu tun. Das kann auch Auslandreisen bedeuten oder Sportbewegung. Aber du erlebst das im 7. Lebensbereich, wo um Partnerschaft geht. Was ich
noch sagen muss, das habe ich übersehen, das ist aber sehr, sehr wichtig, diese beiden Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten und die absteigende Mondknoten, bewegen sie sich auch. Und zurzeit ist Rahu, dieser Drachenkopf, diese aufsteigende Mondknoten, was die Seele sucht, ist in Zwillinge, genau dort, wo in dein Geburtshoroskop auch ist. Und die absteigende Mondknoten, wo die alten karmischen Erinnerungen sind, diese absteigende Mondknoten oder Ketu bewegt sich im Schütze. Genau da, wo in dein Geburtshoroskop ist, aktiviert die Partnerschaft. Und Rahu aktiviert deine Persönlichkeit. Und diese Bewegung dauert dieses Jahr und 2020 auch noch. Also fast 2 Jahre lang. Aber zurück zum Saturn. Saturn ist im Schütze. Und hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Und das steht auch mit Reisen mit Ausland in Verbindung. Und schau mal, in dein Geburtshoroskop ist Mars, was der Mann bedeutet, ist im 9. Lebensbereich in dein Geburtshoroskop. Mars im Wassermann im 9. Lebensbereich. Und das steht auf Reisen und Ausland. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto zeigt alles oder nichts, konzentriere auf dem Wesentlichen und sei davon überzeugt, dass das alles klappt, ist auch im Schütze. Aktiviert Themen Ausland, Sport, Bewegung auch und Partnerschaft. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Wenn wir daran nicht glauben, dann fühlen wir uns enttäuscht. Neptun bewegt sich im Wassermann im 9. Lebensbereich. Hier ist deine Lebensschule, wo du auch in Prüfung stehst gerade, auf diese Träume zum Vertrauen, deine Träume verwirklichen, entweder im Ausland, oder dass du eine Reise traumhaft schön findest. Aber das kann auch eine innere Reise sein, Richtung Spiritualität oder Glauben. Glaub daran, Glaube versetzt Bergen. Venus ist der Liebesplanet, also wirkt auf unserem Liebesleben. Venus ist weiblich und zeigt uns als Frau. Auch unserem Aussehen, auch die Schönheit, Ästhetik. Mit Venus-Einfluss verschönern wir auch etwas oder bringen wir etwas in Harmonie. Venus steht auch für Kunst, Kreativität, auch Selbstständigkeit. Und bei Venus-Bewegung, wenn Venus aktiviert etwas im Horoskop, das kann auch eine andere Frau sein oder Frauen. Venus bewegt sich in Fischen. Genau hier. Nicht nur Venus bewegt sich hier, sondern auch Merkur und Mond. Hier wird Themen aktiviert wie Öffentlichkeit, Berufung, Zielsetzung, Anerkennung. Handelt sich um Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität? Oder hast du hier Kontakt mit einer Frau? Bei Merkur-Energie sind Handlungen, Terminen, Verträgen, Gespräche und Mond aktiviert das alles. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Durch Mondenergie kann auch sein, dass es kleinere Veränderungen gibt in unserem Leben. Das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und aktiviert auch Themen. Mond ist Empfängnis, hat auch mit Schwangerschaft, mit Mütterlichkeit was zu tun, auch zu unserer Mutter. Sonne symbolisiert die Vater und Mond symbolisiert die Mutter. Und das kann natürlich auch Themen sein. 2. Mai steht Mond mit
Venus in Verbindung hier. Das ist entweder Liebe, Partnerschaft und das ist sehr gefühlsvoll oder hat das einen Einfluss auf deine Emotionen. Aber hier im 10. Lebensbereich handelt es sich auch um Respekt und Anerkennung oder Öffentlichkeit. Ist auch möglich, dass du hier intuitiv handelst und hast eine berufliche Richtung, wo deine Selbstständigkeit lebst oder Kunst, Kreativität oder hier Verbindung zu einer Frau, wo dich dabei unterstützt. Aber wenn das Mond einen Einfluss hat, was mit unseren Gefühlen was zu tun, dann ist das oft mit Liebe, Partnerschaft was zu tun und das im Arbeitsplatz oder in Öffentlichkeit. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung, das sind Gespräche, Handlungen, das soll intuitiv sein oder Gespräche über Gefühle oder kommt eine Nachricht und das beeinflusst unsere Gefühle. Entweder ist das erfreulich und begeistert uns, kann auch bedeuten, dass es Wut auslöst. 4. Mai ist Neumond im Widder und das bedeutet, das Mond übergeht im Widder und Sonne, Mond treffen sie sich hier. Aktiviert Themen wie Neuanfang, Widder stürmt voran, aber ein Neumond bremst das. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das ist sehr wichtig, wenn das darum geht, dass du etwas Neues starten möchtest. Dazu kommen noch Themen dazu wie Freundschaften oder deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr, also kurz vor Mitternacht. Das heißt, nächsten Tag wirkt es auch noch. 5. Mai übergeht Merkur im Widder, aktiviert Themen, Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei. Hier hast du Handlungen, Gespräche, Termine oder einen Vertrag. Oder lernst du, weil Merkur zeigt auch das praktische Wissen, das du lernst, deine Wünsche, deine Hoffnungen nicht aufgeben, sondern das Vertrauen. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Das ist Rückzug und dein Gefühl braucht es auch, dass du hier zurückhaltend bist, auch was die Finanzen betrifft, dass du dein Geld zusammenhältst. 7. Mai übergeht Mars in Zwillingen. Du hast Zwilling-Aszendent, hast hier auch karmische Themen. Das kann bedeuten, dass du hier Kraft zeigst oder Sport machst oder setzt du selbst etwas in Bewegung. Möglich ist es auch, dass eine männliche Person einen großen Einfluss hat auf dein Aussehen oder auf deine Persönlichkeit. 8. Mai übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Mars. Also kommen noch auch Gefühle dazu. Im selben Tag steht Merkur und Uranus in Verbindung. Und das löst aus, dass durch ein Gespräch verändert sich etwas oder überraschende Art und Weise kommt eine Nachricht. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Krebs hat ein Feingefühl, die richtigen Augenblicke verspüren im Leben. Und es handelt sich um Finanzen. Und wenn du intuitiv handelst, wenn es um Investitionen geht oder Geld, Einnahme oder Ausgabe, dann verspürst immer die richtigen Augenblicke im Leben, den richtigen Moment im richtigen Ort zu sein. Oder wann sollst du vielleicht spielen, damit du Geld gewinnst. Aber das geht nur über Gefühle. Und wenn Mond das aktiviert, natürlich, das ist dann deine Intuition, was hier etwas in Bewegung setzen kann.
12. Mai übergeht Venus im Widder. Und das kann bedeuten, dass du deine Wünsche, Sehnsüchte hast und das betrifft die Liebe, Partnerschaft oder dass du im Freundeskreis Kontakt hast mit einer Frau oder du bist in einer Gruppe, wo um Kunst und Kreativität geht. 12. Mai ist Halbmond. Halbmond ist immer Spannung. Und das hat einen Einfluss auf die Werte. Diese Spannung kann auslösen, dass jemand diese Wertschätzung nicht entgegenbringt und du fühlst dich verletzt und mit Krebsenergie ziehst du dich zurück oder dass du Verlustangst hast oder existenzielle Ängste oder bist du unsicher, was die Finanzen betrifft. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12 und fehlt die Erde-Element, fehlt die Sicherheit und Stabilität, Struktur. 13. Mai übergeht Mond im Löwe und aktiviert Löwe-Themen und es ist Öffentlichkeit, etwas in Glanz zu bringen. Oder lernst du im Mittelpunkt zu sein, hier lernen wir, das ist die Schule des Lebens. Und hier sind auch Kontakte mit Verwandten oder Bekannten, kommen Informationen, ein Austausch von Informationen. Dazu gehört auch Medien und auch Lernen etwas. Ausbildung, Seminare halten oder in ein Seminar teilnehmen. Das ist eine zunehmende Mondphase, das heißt, die Informationen nehmen zu und kommt etwas in Öffentlichkeit. 15. Mai ist Mond in Jungfrau, dann kommen Jungfrau-Themen dazu, etwas in Ordnung zu bringen oder Heilung in bestimmten Situationen oder etwas bereinigen. Das trifft dein Zuhause, kann auch bedeuten, einen Großputz machen im Haus. Es muss nicht immer schicksalhafte Veränderungen da sein. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und damit beginnt ein neues Monatsthema. Dazu gehört natürlich die Stierenergie, die Ruhe bewahren, das Leben genießen, mal gemütlich machen, etwas verschönern und auch Werte, etwas in Besitz zu nehmen, etwas befestigen oder um Finanzen kümmern. Das sind alles Stierthemen und die 12. Lebensbereich gehört auch dazu. Sei zurückhaltend und genieße den Tag. Also eigentlich ist das die Aussage. Und das ist dein Monatsthema. 17. Mai ist Mond im Waage. Und hier aktiviert Waage-Themen und dazu gehört inneren Gleichgewicht, etwas vergleichen, ausgleichen, auch Gerechtigkeit. Waage steht auch zum Partnerschaft, auch zum Schönheit, Kunst, Kreativität, gerade hier im 5. Lebensbereich, wo um Kinder geht, um das Spielerische, um diese schöpferische Energie etwas in Gestalt bringen und Lebensfreude im Liebe-Partnerschaft. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das heißt genau diese Themen werden beleuchten und dieser Vollmond ist exakt um 22:11. Im selben Tag steht Venus und Uranus in Verbindung und sie wirken zusammen. Bei Uranus-Energie geht es um Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Bei Venus natürlich Liebe, Partnerschaft, wieder kann auch Neuanfang bedeuten und das in Freundeskreis oder das gerade entspricht deinen Hoffnungen. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Das ist sehr interessant. Das ist erstmal das Wissen, die tiefe Geheimnisse, das Leben oder untersuchen die Ursache nach etwas. Manchmal handelt es sich um Krankheiten, die Ursache bestimmten Erkrankungen oder etwas erkennen oder Wissen aneignen. Hier handelt es sich auch um Geheimnisse, Geheimnisse des Lebens oder alles, was hinter verschlossenen Türen passiert.
Wenn du deine Geheimnisse hast, dann schweige, erzähle das nicht. Kann auch bedeuten, dass hier geheime Feinde hast und sie reden über dich hinter deinem Rücken. Aber Sonne ist auch da und Sonne ist die Licht, die Wahrheit, dass du das auch erkennst oder spürst. Im selben Tag, also 19. Mai, übergeht Mond im Skorpion und aktiviert Themen, was mit deinem Alltag was zu tun hat, Gesundheit oder Arbeit, deiner beruflichen Situation. Das ist eine abnehmende Mondphase und hier bei Skorpion-Energie handelt sich auch um Wandlung und Transformation der Gefühle. Da kannst du zum Beispiel darauf achten, dass du Gefühlen wie Angst, Schuldgefühl, Zweifel, all diesen Gefühlen loslassen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert etwas und das spüren wir auch. Wir neigen sogar dazu, dass wir etwas übertreiben. Oder ist was passiert in Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Und das hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert bei dir Themen wie Reisen, Sport, Bewegung und Partnerschaft. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das heißt, es kommt etwas im Glanz oder klärt sich etwas auf, beschleunigt auch etwas. Und das sind Gespräche, Handlungen, was nicht in die Öffentlichkeit ist, sondern so hinter geschlossenen Türen. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Themen wie Wandlung, Transformation. Hier gibt es auch Themen wie Geld, das kann Erbschaft sein, Investitionen, aber auch das Geld von Partnern ist auch möglich. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, das heißt Mond übergeht im Wassermann, aktiviert Themen wie Reisen, Ausland, Bildung, Prüfungen und Spiritualität. Dieser Halbmond ist exakt am 17.34 Uhr. Es fehlt in diesem Tag die Feuerelement, die Kraft, die Mut, die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Beide haben mit unseren Träumen, mit unserer Fantasie was zu tun. Das sollen wir lernen, das auch mal ernst nehmen. Oder hast einen wichtigen Traum und das ist eine Botschaft für dich. 29. Mai übergeht Mond in Fischen, aktiviert Themen wie Anerkennung, Ansehen, Öffentlichkeit, Berufung. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder. Themen sind Neuanfang, Freundschaften, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Hoffnungen. Liebe Timina, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.